Willkommen zurück, verehrte Zuschauer, zu der wohl letzten Let's Play Terraria Together Episode für den Moment. Bis diese Episode rauskommt, vergeht wahrscheinlich eh ohnehin ein paar Monate. Aber trotzdem. Schon. Es ist 20 nach 12. Sprich. Ich sollte eigentlich schon längst im Bett sein. Aber wir machen das jetzt noch. Wir schaffen das. Ja, wir machen das jetzt noch. Wir glauben an uns. Ja. Ja, komm also, her, mach mal jetzt, lieber weiter. Jetzt jump. I feel pretty. Oh, so pretty, pretty. Also gut, ich habe ein Obsidian-Skin-Potion, den ich nachher noch zischen werde. Ich glaube, länger als 4 Minuten wird der Kampf ohnehin nicht dauern. Aber einfach aus Prinzip. Sieht lustig aus, wenn wir dunkel sind. Ich werf die Puppe rein. Währenddessen zischst du den Iron Skin und den Thorns Potion, okay? Also das geht instant und da bleibt noch einer über. Ja, ebenfalls erlängert. Kann ich, wenn ich ein Problem habe und ich verklick mich versehentlich, kann ich dann zwei hintereinander ziehen? Ja, kannst du, aber das bringt nichts. Die Dauer wird nicht erhöht. Ja, okay, aber ich meine, also wenn ich jetzt verklicke, also wir gehen darüber, können wir es nicht da rechts machen? Ich habe eigentlich meinen Weg so konzipiert, dass man den so ziemlich schön durchlaufen kann. Ja, ich habe meinen ehrlich gesagt mehr so konzipiert, dass man von links, von rechts kommt. Egal. Zumindest ist er hell genug. Oh. Oh nein, das kann ich jetzt nicht brauchen. Mach schnell. Müsst du noch warten, bis deine Health regent. Was dauert eh noch? Sind wir gerade im Tunnel, wie im Tunnel von Monaco. Ach Mann, das war falsche Waffe. Oh Mann, hat es mir auch gekostet. Oh. Das ist das Schwierigste, ne? Was? Das Schwierigste ist nicht zu sterben. Ja. Auf dem Weg. Ach, das ist Ende. Das ist Ende. Gut. Ich will die Sachen nicht aufsammeln. Na, ganz groß. Fuck it. Wo ist das? So. Natürlich. Schaffst du den noch? Ja, aber ich verliere schon die Hälfte meines Lebens. Soll ich warten noch, oder? Ja, ich warte zumindest, bis meine Blindness vorbei ist. Bitch, I'm fame. Sag, wenn ich kann. Patrick, ich hab Angst. Ich weiß. Geht's? Soll ich den Obsidian Skin Potion jetzt ziehen? Ah, fuck. Wie du willst, das ist mir egal. Ich hätte meinen Plan geben, den kannst du so modifizieren, wie du willst. Warte. Da ist noch ein Pfeil von dir hinten übrigens. Ja. Kommt schon wieder was. Ich werfe ihn jetzt rein einfach, okay? Okay. Ah, fuck. Wo ist sie? Noch, sie kommt erst. Da ist sie. Vielleicht ich mache das besser später. Hast du die beiden Potions? Habe ich getrunken, ja. Gut. Dieses Geräusch. Dieses Geräusch, ja. Ja, wenn das die Dinger ausspuckt. Oh fuck, diese. Du weißt, der schießt jetzt immer schneller. Ja.
mit dem hier noch am besten dran. Also gleich die härteste Stelle. Ah, das schaffen wir. Ja, der Geil ist schon wieder dran. Ah, das ist nicht mehr, hat nicht mehr viel Health übrig. Ich weiß. Und da ist er weg. So, ich gehe da jetzt rein, was da jetzt rauskommt, ne? Genau. Spitzhacke. Wärst du von unten einfach raufgesprungen? Yes. Oh, toll. Ja. Also, wir haben bekommen einen Pwnhammer. Ja, den will ich haben, bitte. Das Thrash Ranger Emblem. Und das war's. Gib mir den Pwnhammer, bitte. Bitte. Das ist der Pwnhammer, das ist der Pwnhammer. Da hast du. Danke. Wow. Alter. Let's get those demon altars. Würde ich sagen, oder? Irgendwie mag der Typ da nicht sterben. Ja, ey, wir haben schon den ersten, toll. Ich habe eine Soul of Light. Ja, ich weiß, du kriegst doch ein Ding. Alter, what the fuck? Oh. Alter, Hilfe! Weißt du, was ich gerade bekommen habe von dem Dämon? Nein. Das hier. Was? Die Demonic Size, sein Angriff da. Ah, das Element. Oh fuck, ich bin gleich tot. Heal me! Woohoo. Das Chaos-Element, ja, das hat ziemlich was in sich. alte Spieltechnik, wenn du das nicht besiegen kannst, einfach so drauf bashen. Schnell, teleporten wir uns ein, bitte. Ja. Oh, das war leichter, als wir gedacht hätten. Tja. Ich sage, wir machen jetzt das Heilige Land. Ja. Also wir suchen es jetzt mal und dann... Ja. Nee, wir kaufen einfach die Seeds und machen heiliges Wasser. Nein, das ist nicht so cool. Nein, Patrick, bitte. Oh. Dass wir das gefunden haben. Das dauert nicht lange. Außerdem bist du schnell auf der Reise. Nein, ich möchte es so machen. Dann mach du es so und ich suche es. Ich habe keine Ahnung, wie man das Heilige Wasser macht. Geh zum Guide, wer hilft dir? Ich brauche erstmal ihre Samen, das weiß ich noch. Du brauchst ihre Samen, ja, ja. So. Ich weiß, was du meinst. Oh, eine besessene Rüstung. Ich versprühe eins dann über der Baumfarm, ne? Jo. Okay, Scott. Ah, endlich. Die anspruchsvollen Gegner. Bottled Water und 5 Pixie Dust. Ah, schön. Und hallo Dings, ich brauche erstmal ein Pixie. Mhm. Okay, und ich brauche erstmal ein Wasserbottle. Du brauchst erstmal heiliges Land. Haben wir Bottle? Ja. Wo? In der Rüstungskiste. Oben? Nee, Erdgeschoss. Ja. Ich geh gleich drauf. Hast schon. Hast du schon was gefunden inzwischen? Nee, aber ich geh gleich drauf. Ich geh in die andere Richtung, wenn's recht ja, ist. Ja, du das. Okay, das ist nicht nur redundant. Because skew sleep anyways. Ja, ich sollte morgen halt fit sein, sonst. Ja, ich habe schon mal eine heilige Wüste. Es ist ganz ein Dings geregnet und irgendwie habe ich jetzt gerade hier momentan nur noch normale Gegner, also Dämonen, Auge und Zombies und so. Ja, komisch. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, oder ob mich das irgendwie stört. Freu dich lieber, würde ich sagen. Ja. Pixie! Ja,
Boy, that escalated quickly. Ich bin froh, dass ich das mal richtig gesagt habe. Ich habe hier einen Dschungel gerade schon. Mhm. Ah, eine Rüstung. Ein Rüstungstyp, der mich jetzt wahrscheinlich gleich... Wir haben zwei Scott. Ja, was? Zwei Scott. Oh Gott, zwei solche besessenen Rüstungen. Oh, und der Piranha, der übers Land läuft. Was? Ja, Surprise Buttsex, sag ich dir. Alter, ich kann gar nicht. Ich kann gar nichts machen. Alter, da kommen so viele Rüstungen, dass ich immer nur schießen kann. Drei mittlerweile sammeln sich da schon in meinem Schuss. Oh Mann, ey. Was denn? Und ein großes Auge und das war's. Wave, das ist. Der Geist. Ah. Der war auch da. Man, oh man. Ich habe das Gefühl, das wird etwas dauern. Hast du schon einen heiligen Samen in Baumform eingesetzt? Nein, ich habe noch gar nichts gemacht mit dem heiligen Samen. Kann man den auch pflanzen und dann heiliges Land was machen? Ja, du kannst ja kaufen, die Samen. Oh, da ist ja heiliges Land. Ja, habe ich gerade hingepflanzt. Ich mach mal mehr draus. Nee, das wächst eh. Die sind teuer, die kosten 20 Silber ein Stück. Ja, aber ich kann sie nicht pflanzen, daneben merke ich gerade. Du musst erst das Gras weghauen. Habe ich schon. Also die Bäume, die Bäume sollte ich weghauen vielleicht. Ja. Rechts- oder Linksklick? Ja, mit normal Linksklick zerschlägst du das Gras und dann mit Linksklick auf die Erde. Gras zerschlag. Mach aus Gras Erde. Ah. Mhm. Schau, ob das schon reicht für ein Holy Land. Hä? Gee, I don't know. Ich habe... Ah. Was denn? Ah. Ah. Was? The Holy Land is growing. Was ist das? Disco-Kugel. Ja. Nice. Machen wir jetzt eine Uhr. Haben wir genug Gold dabei? Wir haben über 99 Gold. Barren oder? Barren. Ja, dann mach eine Uhr. Ich brauche Gold, Kupfer und was? Nee, nur Gold. Das Gold und Holz, glaube ich. Es gibt drei Uhrtypen, die jeweils immer genauer gehen, das meine ich. Ach so. Nee, warte. Eine Standuhr mach. Ich weiß nicht genau. Die geht auch mit Gold, glaube ich. Ich schaue jetzt erstmal, dass wir Edelmetalle kriegen. Vor the Drill? Ja. Nicht nur the Drill. Okay, also brauche ich noch eine Essenz außer Gold und Kupfer. Das kann gut sein, ich weiß es nicht mehr genau. Boah, das Crafting-Menü scrollt auch so schnell. Ich kann die Tür wegen dem Zombie nicht aufmachen und wegen der Kiste innen auch nicht. Ja. Geht doch. Hat mir nicht gerade noch eine Uhr angeboten oder sowas? Da ist sie. Ich kann nur einen Tiefmeter kann ich machen. Ja, den brauche ich noch nicht. Na, irgendwie Scheiß drauf, Alter, wir spielen hier nicht mehr lange. Ich kann alles machen.
schau mal. Baust du das gerade alles ab? Oder? Ja, die Dämonenaltare. Es sind zwei Scots da, merke ich gerade. Ja, habe ich vorher gesagt. Okay, ach, wir brauchen Goldbahn, Glas und Holz für die Standuhr. Oh Gott, diese Wraiths. Das war ein richtiger Wraith Raid. So, Patrick. Bevor wir jetzt hier noch weiterspielen, ich weiß nicht, wie viele Episoden jetzt hier noch nachher noch folgen wird mit Scheiße, die wir bauen. Aber ich möchte mich jetzt im Namen von uns beiden für eure Treue bedanken und danke fürs Zuschauen. Wenn euch ein Teil der Serie gefallen hat oder auch diese Episode gefallen hat, könnt ihr erstmal ja liken oder favorisieren. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen. Wenn ihr up-to-date sein wollt, abonniert uns, folgt uns auf Twitter, liked auf Facebook. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuschauen. Und Ende dieser letzten Episode. Letzten Episode laut Plot. Es kann ja sein, dass jetzt noch was nachfolgt. Aber letzten Episode von Thingy Madoo. Also. Warte. Viert euch. Warte. Was? Warte. Sind die noch live? Ja, sind noch live. Warte. Suchen. Warte doch. Ich warte ja. Und ein ehrenhaftes Gedenken an unsere beiden verstorbenen Guides. Dave und Quincy. Jack oder so. Ja. Gut. Ja. Das war's. Was hast du gemacht? Na, das ist ein typisches ehrenhaftes Gedenken. Mehr nicht. Leute, mit sowas nehme ich Let's Plays auf. Ah, sei leiser. Viert euch, bis zum nächsten Mal.